So sieht sie also aus, die schnellste Dampflok der Welt in glänzendem Rot mit weißem Zierstreifen. Die nächsten 8 Jahre wird sie unter der Flagge von DampfPlus durch die Lande rollen. Dazu nachher mehr in den Bahn-News. 18201 steht wieder unter Dampf. Dazu erstmal herzliche Gratulation, Herr Goldschek. Danke sehr. Was darf man denn erwarten? Wo wird sie fahren? Wie oft wird sie fahren? Sie wird sehr oft fahren. Wir wollen also in den nächsten Wochen schauen, dass sie an jedem Wochenende unterwegs ist. Und der genaue Plan, wo sie fahren wird, wird erst in den nächsten Tagen festgelegt. Das sind auf alle Fälle gute Aussichten. Die allerersten Fahrszenen der 18201 in neuer Farbgebung haben wir für Sie festgehalten. Jetzt in unseren Bahn-News. Nürnberg am 1. Mai 2002. 18201 steht mit einem Sonderzug nach Wien zur Abfahrt bereit. Ist es nun verkehrsrot oder? Die Diskussion um die neue Farbe ist unter Eisenbahnfreunden gerade erst entbrannt. Der Führerstand ist Gott sei Dank in Schwarz geblieben. Abfahrauftrag für die erste Fahrt in neuer Farbgebung. Die Geschichte der legendären Schnellfahrlok wurde schon oft erzählt. 1997 endete sie abrupt mit Fristablauf. Eine Wiederinbetriebnahme seitens der Bahn war nicht mehr vorgesehen. Erst mit DampfPlus kam wieder Bewegung in die großen Räder. Das junge Unternehmen ließ in Meiningen die Maschine wieder fit machen. Mit im Boot ist der Modellbahnhersteller Roco, der nicht nur die neue Farbe spendierte. Analog zum Übernahmevertrag von 03/10/10 sind nun die nächsten 8 Jahre das DampfPlus-Dreiergespann Uwe Knoblauch, Axel Zwingenberger und Christian Goldschack Besitzer der Schnellfahrlok. Bei Parsberg dampft der jetzt rote Renner über die Gleise. Wir sind im Plan. Tempo 120 sind es jetzt. 18201 ist noch immer für 180 km in der Stunde zugelassen. Also Bummeltempo für die Schnellfahrlok.
Nach kurzem Stopp in Regensburg und Wasserhalt in Passau rollt 18201 Eleganz, so die Bezeichnung des Modells von Roco, jetzt Richtung Österreich. Noch in Deutschland wird auf einer imposanten Brücke der Inn überquert. Bleibt nur zu sagen, 18201, wir wünschen dir allzeit gute Fahrt und hoffen, dass das erste Jahr schnell vergeht, denn nach 12 Monaten soll sie in ihr angestammtes Grün zurücklackiert werden.